Jetzt bei Bitte melde dich. Mariola wurde als Kind in Polen adoptiert. Heute wünscht sie sich sehnlichst, ihre leibliche Mutter zu finden. Ist das mit der größte Wunsch in deinem Leben? Auf jeden Fall. Nicht nur mit der größte Wunsch, eigentlich mein größter Wunsch. Die Suche führt uns bis tief in den Osten Polens. Doch nach fast 50 Jahren Spuren zu finden, erweist sich als mühselig. Ja, ganz ehrlich, so richtig weiterhelfen konnte uns niemand. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Wir geben nicht auf und gehen jedem auch noch so kleinen Hinweis nach. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Ich bin Mariola, bin 48 Jahre alt und wohne in Bielefeld. Ich suche schon lange Zeit meine Mutter Krajina. In meiner Freizeit gehe ich zum Line Dance. Das mache ich seit 9 Jahren. Das kommt aus Amerika, ist Country- und Western-Tanz. Das macht mir großen Spaß, dahin zu gehen. Da kann man sehr gut abschalten vom Alltag und gehe, wenn es irgendwie geht, einmal pro Woche zum Training. Familie bedeutet mir alles. Ich tue alles für meine Kinder, was ich kann. Meine Mama bedeutet mir alles. Sie ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Sie hat von klein auf immer alles für mich getan und ist mir mit der liebste Mensch. Als ich 11 war, bin ich mit meinen Eltern und meinen Geschwistern hier in dieses Haus gezogen. Dann war ich im Keller und habe die Kartons ausgepackt. Da habe ich dann zufällig Mamas Tagebuch gefunden und habe da heimlich einmal reingeguckt. Und da habe ich dann direkt auch auf der ersten Seite gesehen, dass meine Mama reingeschrieben hat, dass sie als kleines Kind adoptiert wurde. Ich wurde am 4. Mai 1974 in Warschau-Makutschow geboren. Meine Mutter war viel zu jung, um mein Kind großzuziehen. Deshalb gab sie mich in ein Waisenhaus. Ich kenne meine leiblichen Eltern nicht. Ich war natürlich total geschockt. Ich habe mich nicht getraut, meine Mutter selber drauf anzusprechen, erstmal, da ich auch heimlich ihr Tagebuch einfach genommen habe. Und das macht man ja eigentlich auch nicht wirklich. Nach längerer Zeit habe ich dann auch mal mit Mama über ihre Adoption geredet. Dann hat Mama einmal ihr Herz auch bei mir ausgeschüttet und hat mir erzählt, wie wichtig es für sie wäre, ihre leibliche Mama kennenzulernen. Ich habe erfahren, dass ich adoptiert bin, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass da irgendwas ist, was nicht so ist, wie es bei anderen Kindern ist. Ich habe meinen Vater öfter mal drauf angesprochen. Dann hat er halt die Geschichte meiner Adoption erzählt, dass sie mich in einem Kinderheim in Polen gefunden haben und dass sie mich dann mit knapp 2 Jahren adoptiert haben. Mein Vater hat nie was gesagt über meine Mutter. Ich hatte mehrere Male gefragt, weil es mir dann auch wichtig war. Er hat nicht mit der Sprache rausrücken wollen. Als ich 25 Jahre alt war, bin ich zum Standesamt gegangen und habe dort meine Geburtsurkunde bekommen. Aber ich habe da nie was gemacht, um zu suchen. Ich denke, ich habe da nicht mehr unternommen, weil ich Rücksicht auf meine Adoptiveltern nehmen wollte. Ich wollte sie nicht verletzen. Und deswegen war das wie so eine Blockade, dass ich da jetzt nicht weiter gesucht habe. Somewhere in the silence, just beyond the memory. Die Sehnsucht ist sehr stark, meine Mutter finden zu wollen. Diese Leere, die ich so innerlich spüre, das würde sich ändern. Dass alles da ist, was ich mir eigentlich wünsche. So hold me like there's nothing left, and all we have is in our hands. Ich bin ein Teil von ihr. Ich würde wahrscheinlich, wenn sie gegenübersteht, einfach zu ihr gehen, sie umarmen und ihr sagen, dass ich sie liebe trotz allem. Save love,
Ich möchte Mariola helfen und habe auch schon mit der Recherche begonnen. Lukas soll mich dabei unterstützen. Im Vorfeld habe ich alle wichtigen Unterlagen von Mariola, die bei ihrer Geburt Agnieszka hieß, in Kopie erhalten. Wir haben zum einen den Fakt, dass Mariola damals in einem Krankenhaus in Warschau geboren wurde. Das heißt, die Mutter muss sich zu der Zeit auf jeden Fall in Warschau aufgehalten haben. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist eine Anfrage in Warschau auf dem Amt gestellt. Da ist bisher noch gar nichts zurückgekommen. Und das andere ist, und das ist, glaube ich, viel interessanter, dass ihre Mutter hier in Radostowo gemeldet war. Weißt du was über Radostowo? Ist das auch ein großer Ort oder ein Dorf? Mini. Also siehst du ja, laut Info hier sind es 600 Einwohner. Okay. Leider haben wir keine genaue Adresse. Meine Hoffnung ist aber, dass sich dort in Radostowo noch irgendjemand an sie erinnert. Weißt du, ich glaube, die Leute sind da sehr vernetzt miteinander. Und ist ein kleiner Ort, große Chance? Genau, kleiner Ort, große Chance, sehr gut. Und deswegen würde ich dich da gerne mit Alicia hinschicken, der Dolmetscherin, die kennst du ja. Mit der haben wir schon zusammengearbeitet, das lief super, ja? Ja, dann beginnt für euch die Suche in Radostowo. Und ich werde von hier aus die Spur in Warschau weiterverfolgen und hoffe, dass ich irgendwas rausfinden kann. Am nächsten Tag. Lukas ist unterwegs in Polen. Radostowo liegt in Masuren im Nordosten des Landes. Lukas hat sich am Ortseingang des kleinen Dorfes mit Alicia, unserer Dolmetscherin, verabredet. Guck mal da vorne, da ist sie. Oh, ich hoffe, sie hat nicht zu lange auf mich gewartet. Tschüss, Lukas. Tschüss, Alicia. Lange nicht gesehen, hi. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Komm, wir packen mal den Koffer ins Auto und dann geht's zu Fuß weiter, oder? Mhm, reiß weiter, oder? Oh, ja. Aber schön. Lukas und Alicia haben einen Plan. Gerade in den kleineren Gemeinden Polens ist die Kirche der Ort, an dem sich so gut wie alle Bewohner regelmäßig treffen. Hier wollen sie sich umhören. Das ist überall so, ne? Auf den Dörfern hier. Jedes Dorf hat die eigene Kirche, ja? Genau, richtig. Der Priester kennt meistens alle Bewohner im Dorf. Also er kann eine gute Auskunft geben. Ich hoffe mal. Ich hoffe auch. Das sind auch schon ein paar Leute. Dann wird der Priester wahrscheinlich auch schon da sein. Vielleicht können wir mit ihm sprechen, bevor die Messe losgeht, ne? Aha. Hier ist schön kühl. Ja, merkt man direkt. Jetzt müssen wir leise sein. Ja. Siehst du den Priester irgendwo? Nein. Hallo, entschuldigen Sie, eine kurze Frage. Wir suchen eine Grażyna Rybińska. Es geht um einen Adoptionsfall. Sie hat eine Tochter in Deutschland, die sie vermisst. Sie sucht ihre leibliche Mutter. Wir suchen Grażynę Rybińską, es geht um Adoption. Und wir suchen biologische Mutter, die Frau ist in Niemczech, córka. Grażyna Rybińska, mówi to coś księdzu. Ich glaube, sie kommt aus diesem Ort. Haben Sie noch mehr Informationen? Grażyna Rybińska hat eine Tochter in Deutschland. Die wurde 1976 adoptiert und sucht jetzt ihre leibliche Mutter. Rybińska, der Name sagt mir nichts. Sie kennen sie nicht. Nochmal Entschuldigung für die Störung. Tschüss. Ah, schade. Ich dachte, der weiß vielleicht was. Das wäre auch zu schön gewesen. Welche Möglichkeit haben wir jetzt noch, um irgendetwas über die Familie von Mariolas leiblicher Mutter zu erfahren? Alicia hat eine Idee. Guck mal, hier sind solche Bretter. Da sind immer oft Anzeigen drauf. Leute gucken sich das wirklich an. Da gucken die Leute wirklich drauf? Ja, guck mal, da stehen alle Informationen, sogar der Fahrplan. Ein Hilferuf am schwarzen Brett könnte tatsächlich helfen. Gerade hier in Polen ist dies ein sehr beliebtes Mittel, um Infos auszutauschen. Perfekt. Vielleicht meldet sich ja jemand. Ja. Um sich nicht allein auf den Aushang zu verlassen, hören sich Lukas und Alicia weiter um. Ich habe es eilig. Eine kurze Frage. Ich habe es eilig. Keine Zeit. Ja. Okay. Hallo, Entschuldigung, eine kurze Frage. Dzień dobry, przepraszam, eine kurze Frage. Ah, sie spricht Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Wunderbar. Wir sind auf der Suche nach einer Person. Ja. Grażyna Rybińska, vielleicht kennen Sie sie ja. Rybiński. Ich glaube, da muss ich meine Mama fragen. Die kennt jeden in Radostowo. Ich kann ja Ihnen einfach meinen Kontakt da lassen. Mhm.
dann können Sie die Nummer Ihrer Mutter geben. Mhm. Und wenn Sie was wissen, dann können Sie sich ja bei uns melden. Ach, Sie sind von Julia Lechniak. Julia Lechniak, genau. Kennen Sie das? Ja. Ja, bei Sat.1, genau. Wir suchen oft vermisste Leute. Dann vielen, vielen Dank. Bitteschön. Und noch einen schönen Tag. Tschüss. Lukas und Alicia fragen sich weiter durch. Die Bewohner der kleinen Gemeinde sind überaus freundlich und versuchen zu helfen, wo es nur geht. Viele sprechen sogar Deutsch. Wir suchen eine Grażyna Rypińska. Hab ich schon gehört, kenne ich. Also Sie haben schon mitbekommen, dass wir hier ja, rumgefragt haben? Ja, ich habe jetzt alles mitbekommen. Okay. Grażyna Rypińska, die wohnt hier nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht haben die früher hier mal gewohnt. Grażyna Rypińska. Sagt Ihnen der Name was? Ich kannte Familie Rypinski, aber ob das war Grażyna in dieser Familie, keine Ahnung. Kennen Sie vielleicht jemanden, der Sie kennt? Haben Sie eine Nummer, wo ich anrufen könnte nee, oder so? Leider nicht. Aber ich kann Ihnen ja meine Nummer mal geben. Okay. Sie können ja noch mal fragen oder ist so. Kein Problem. Ne? Okay. Dankeschön. Nicht zu danken. Dann schönen Tag noch. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, wir haben jetzt mit so ziemlich jedem in diesem Dorf gesprochen. Die sind auch alle super hilfsbereit. Vielen sagt der Name Rypińska auch etwas. Aber ja, ganz ehrlich, so richtig weiterhelfen konnte uns niemand. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen. Am selben Abend. Lukas und ich sind zu einem Videoanruf verabredet. Leider sind wir in Polen noch nicht weitergekommen. Ja, am Ende konnte uns keiner so richtig weiterhelfen. Ich habe bei vielen Leuten auch meinen Kontakt hinterlassen. Ja. Und wir haben sogar so einen Aushang gemacht am schwarzen Brett im Dorf. Also hat schon oft geholfen. Ja, wer weiß, ne? Müssen wir einfach mal schauen. Aber ja, sonst ehrlich gesagt nichts. Also wir hängen gerade so ein bisschen in der Luft. Okay, verstehe. Ja, ich habe wenigstens mittlerweile Antwort von dem Amt in Warschau bekommen. Endlich. Und sie haben mir sogar eine Adresse der gesuchten Mutter geschickt. Ich werde dir das weitermailen. Hä? Ist perfekt, oder? Ja, aber kannst du ja denken, ist natürlich eine uralte Adresse, ist von 1974. Ich melde die trotzdem gleich. Ich gehe nicht davon aus, dass du sie vor Ort findest, aber vielleicht gibt es da ja noch irgendjemanden. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, du tankst jetzt noch ein bisschen Kraft für morgen und dann geht's weiter. Wir bleiben einfach in Verbindung. So machen wir es. Alles dann, klar. Danke, Julia. Bis dann, ich drück die Daumen. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Am nächsten Tag. Lukas geht der neuen Spur nach und fährt 3 Stunden südlich nach Warschau. Hier in der Hauptstadt Polens muss Mariolas Mutter 1974 gelebt haben. Das ging aus der Geburtsurkunde hervor. Jetzt haben wir sogar eine alte Adresse herausfinden können. Die liegt ungefähr 15 Kilometer außerhalb des belebten Zentrums. Das ist jetzt schon die richtige Straße, oder? Ja, Warschawska. Ich guck gerade nach Hausnummern, weil die 30 müsste jetzt hier eigentlich sein irgendwo, ne? Mhm. Ach, guck mal, hier kann ich gut parken. Mhm. Und dann laufen wir da hoch. Ja, machen wir. Das ist die 26? Mhm. Müsste die 30 eigentlich da vorne irgendwo sein, ne? Ja. Vielleicht ist das jetzt die 28 oder die 30? Keine Hausnummer. Einfach versuchen, oder? Ja. Eine Woche später. Ich habe Mariola und ihre Tochter Sarah, die mich um Hilfe gebeten hatte, zu mir nach Köln eingeladen. Beide wissen nicht, dass ich bereits mit der Suche begonnen habe. Hallo. Hallo Mariola, herzlich willkommen in Köln. Dankeschön. Hallo Sarah, hallo. Wie geht's euch beiden? Sehr aufgeregt. Ja? Ja, ich auch. Okay, dann kommt mit rein. Ja, danke. Dann können wir uns zusammensetzen. Ihr beiden, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Mariola, du bist ja heute hier zusammen mit deiner Tochter Sarah, weil du auf der Suche nach deiner leiblichen Mama bist. Kannst du mir sagen, warum dir das so wichtig ist? Also es war immer schon so, obwohl ich das nicht von Anfang an wusste, dass ich adoptiert bin, dass ich von Anfang an immer das Gefühl hatte, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich erfahren, dass es halt meine leibliche Mutter ist, die mir fehlt. Was bedeutet dir das eigentlich, dass deine Tochter da so an deiner Seite ist? Es bedeutet mir sehr viel, wenn man von so einer wundervollen Person, wie meine Tochter das ist, da eine Unterstützung hat, dann fällt es einem halt noch ein bisschen leichter oder man sieht dann andere, also da tun sich vielleicht andere Möglichkeiten auf. Sarah, du wünschst es deiner Mama sehr, ne?
Ja, das wäre wirklich sehr, sehr schön, wenn meine Mama endlich diese Lücke in ihrem Leben füllen kann und ihre Mama treffen kann. Wie geht's dir gerade? Was wühlt dich gerade auf? Schwer zu sagen. Also ich bin einfach, also auch wenn man es vielleicht nicht sieht, bin aber glücklich, dass ich halt die Möglichkeit habe, jetzt vielleicht Antworten auf viele Fragen, die ich habe, zu bekommen. Welche Fragen beschäftigen dich immer wieder? Was kommt da so hoch bei dir? Ja, ich möchte halt einfach wissen, wie es ihr geht, was sie dazu gebracht hat, mich abzugeben. Wie sehr ich mich danach sehne, sie das selber fragen zu können halt. Was wäre so das Beste, was passieren könnte, wenn wir sie finden würden? Natürlich wäre das Beste, wenn sie sich freuen würde und ja, wenn sie mich in die Arme schließen würde und das würde alles so sein, wie man sich das so vorstellt. Aber so wirklich ausgemalt habe ich mir das nicht, habe ich mich noch nie so getraut. Ist das mit der größte Wunsch in deinem Leben? Auf jeden Fall. Nicht nur mit der größte Wunsch, eigentlich mein größter Wunsch. Deswegen bist du hier. Ja. Und deswegen haben wir natürlich auch noch mehr zu besprechen. Und ich euch auch noch mehr mitzuteilen. Mein Team und ich, wir haben uns auf die Suche nach deiner Mama gemacht. Schön. Alles gut. Lukas aus meinem Team ist nach Polen gefahren und hat sich dort auf die Suche gemacht. Ich habe hier parallel recherchiert. Und wir haben herausgefunden, dass es eine Adresse in Warschau gibt, wo deine leibliche Mutter 1974 gelebt haben soll. Und dazu würde ich dir gerne was zeigen. Euch beiden, ja? Okay. Es könnte ja die 30 sein, oder? Naja, da war keine 28. Hier steht auch nichts dran, also. Ja. Lass mal einfach versuchen. Ja. Keine Klingel. Kann man was sehen? Das hat ein Duster. Aha. Aber da ruft gerade jemand. Okay. Ja? Dzień dobry. Guten Tag. Was ist hier los? Wieso die Kameras? Nicht erschrecken, wir sind vom deutschen Fernsehen. Nur eine kurze Frage. Ist das hier die Hausnummer 30? Ja, das ist das Haus Nummer 30. Also wir suchen eine vermisste Mutter. Sie heißt Grażyna Rybińska. Sie hat hier 1974 mal gelebt, ein halbes Jahr lang. Sagt Ihnen der Name vielleicht irgendetwas? Nein, mir sagt der Name nichts. Aber warum suchen Sie sie? Also der Hintergrund ist, dass Grażyna eine Tochter hat. Die wurde 1976 adoptiert, ist in Deutschland groß geworden. Und die sucht jetzt ihre leibliche Mutter und vermisst sie sehr. Ich müsste meine Mutter fragen, aber sie wohnt hier nicht mehr. Sie ist im Altersheim. Das wäre super. Vielleicht kann Ihre Mutter ja weiterhelfen. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es mal. Dankeschön. Der Mann, der hier in seinem Elternhaus aufwuchs, erreicht seine Mutter direkt. Die lebt inzwischen in einem Seniorenheim, doch offenbar hat sie ein gutes Gedächtnis. Ich hatte ein Baby bekommen. Das muss sie sein. Ich lege jetzt auf. Vielen Dank. Tschüss. Meine Mutter kann sich an sie erinnern. Sie war hier mal als Haushaltshilfe, bis sie schwanger wurde. Danach hat sie bei einer Brauerei gearbeitet. Aber meine Mutter kann sich nicht erinnern, welche es war. Aber sie hatten dann keinen Kontakt mehr. Und mehr weiß sie nicht. Gibt es irgendeine Brauerei, die hier in der Nähe ist? Also wo könnte sie vielleicht gearbeitet haben? Können Sie mir irgendwie noch weiterhelfen? Ich war damals noch zu klein. Alles hat sich verändert in 50 Jahren. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Trotzdem vielen Dank, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben und Ihre Mutter auch angerufen haben. Schicken Sie liebe Grüße von uns und ja, dann versuchen wir es mal in den Brauereien. Vielen Dank.
Ich hoffe, wir konnten Ihnen irgendwie weiterhelfen. Danke. Do widzenia. Do widzenia.